Die Heizhilfe für alle einkommensschwachen Münchnerinnen und Münchner. Seit Mitte Januar bekommen sie finanzielle Hilfe aus dem Wärmefonds der Landeshauptstadt und der Stadtwerke München. Geht es dabei darum, dass wir Menschen mit geringeren Einkommen, die sich nicht mehr jetzt ihre Heizkosten oder ihre erhöhten Abschlagszahlungen leisten können, unterstützen wollen. Das heißt, in Zukunft können Menschen, die zum Beispiel schon Wohngeld beziehen, die einen Kinderzuschlag bekommen, die BAföG bekommen mit einem eigenen Haushalt. Es gehören da zum Beispiel StudentInnen dazu, die BAföG beziehen. Es gehören da Auszubildende mit einem eigenen Haushalt und einer Unterstützungsberechtigung dazu. Es gehören Menschen dazu, die unterhalb der Armutsschwelle, die wir für München definiert haben, leben. Das ist bei einem einzelnen Haushalt ein Betrag von 1.540 Euro netto, die quasi, wenn die nicht erreicht werden. Die Schwelle für einen Zwei-Personen-Haushalt liegt bei 2.310 Euro netto. Bei der Familie mit Kind sind es 2.770 Euro. Das Antragsverfahren ist so einfach wie möglich. 700 Euro pauschal gibt es für die erste Person im Haushalt, 300 Euro für jede weitere. Die Stadtwerke München haben für ihren Wärmefonds 20 Millionen Euro bereitgestellt und sie haben alle Fakten auf einer zentralen Internetseite zusammengefasst. www.wärmefonds.de und dort kann man alle Informationen finden, die man braucht, auch ein Antragsverfahren. Ein Antragsverfahren ist dort dargestellt. Der Antrag selber, den kann man runterladen, der kann dann ausgefüllt werden, muss aber dann bei den Verbänden oder bei der Stadt persönlich vorsprechen, weil das anders nicht geht. Einkommensnachweise muss man mitbringen und einen Verbrauchsnachweis. Das sind die wesentlichen zwei Sachen. Also muss nachweisen, dass man tatsächlich Energie bezieht. Mann oder Frau muss nicht Kunde der Stadtwerke sein, das ist ganz wichtig, sondern Münchnerinnen und Münchner, das heißt Menschen, die in München ihren Wohnsitz haben, können einen Antrag stellen. Die Pauschalen können an verschiedenen Standorten beantragt werden. Bei 20 Einrichtungen der Träger der freien Wohlfahrt sowie in den 12 Sozialbürgerhäusern. Mit dem Wärmefonds setzt München ein Zeichen. Menschen mit geringem Einkommen werden nicht alleine gelassen.